Das obere Mittelrheintal. Landschaft voller Schönheit, sagenumwoben und geheimnisvoll. Gezeichnet von der Geschichte. Der perfekte Ort, die Schönheit des Sendegebiets einzufangen. Und wen schickt der SWR? Den Krause. Ich glaub's nicht. Fahren Sie zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause? Ich fahre von der Arbeit jetzt nach Hause. Was machen Sie arbeitlich? Ich bin beim Zahnarzt. Ich war schon lange nicht mehr. Das ist aber nicht schön. Nett? Zweimal im Jahr mindestens. Was, zweimal im Jahr? Zur Kontrolle. Kontrolle? Und zweimal zur Reinigung. Ja, das mache ich aber. Zweimal reinige ich die im Jahr. Ja, ja. Jetzt sind wir schon eine ganze Weile hier unterwegs zu Fuß, ne? Ich gebe einen aus. Hier. Ja, für euch alle. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Krause. Puff. Und Sie sind die Mutter oder nee, was sind Sie? Ich züchte die Dackel. Das ist eine Dackelzucht hier. Das ist eine Dackelzucht hier. Ah. Ja. Wir können auch gerne reinkommen, aber wir wollen Sie ja nicht stören. Wir dachten ja was ganz anderes. Die sind zwar süß, aber das täuscht, ne? Das sind wie Piranhas. Da wirfst du hier eine Kuh rein und 20 Sekunden später, zack, nur noch Knochen übrig. Ja, da guckst du ganz unschuldig. Haben Sie schon mal dran gedacht, Ursula Puff heißen Sie, ja, einen Künstlernamen zu machen? Vielleicht Claudia Puff oder so? Nö. Das ist schon ein Unternehmen. Ja? Nein. Wir haben nur ein Hobby und machen auch nur 2-3 Würfe im ganzen Jahr. Und die mehr machen wie weit kann man die denn werfen? Werfen? Jetzt machst du den Kopf schief. Was haben Sie da für ein Geräusch gemacht gerade? Wenn man so hell piepst, dann macht die das Köpfchen ganz schief. Machen Sie noch mal? Machen Sie noch mal? Komm, wir gucken Welpen. Welpen ist gut für die Quote. Ach, schau mal. I could stay awake just to hear you breathing. Das ist super. Das wird die quotenstärkste Sendung aller Zeiten, ey. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. Hey! Ei! Nee! Das müssen Sie sehen. Das Gesicht müssen Sie sehen. Wie die jetzt geguckt hat. So. Bis man mal züchten kann, das ist schon ein weiter Weg. Wir bekommen alle DNA, was ich sehr wichtig finde. Ihr habt auch DNA. Okay. Ich nicht. Sie haben keine DNA? Nein. Okay. Tja, ich weiß auch nicht. Das war so. Interessant. Keine Sorge, wir fahren jetzt. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Dann nach Hallendal, 2 Kilometer. Da gehen wir durch so Stäbe, ja, und über ein Hindernis springen. Und was machen die Hunde in der Zeit? Lassen Sie den Hund über das Hindernis springen. Der Hund soll über das Hindernis springen. Dann lassen Sie den Hund durch den Schlauch laufen. Ja. Gera, hier, durch den Schlauch. Gera, durch den Schlauch. Hier, du musst hier durch den... Du musst hier, Kira. Kira, hier, durch den Schlauch. Da. Und jetzt, renn, Kira, renn. Nein, renn. Nein, Kira, du verstehst das falsch. Und jetzt, renn, Kira, renn. Halt, Kira, nein, nimm durch den Schlauch. Du musst durch den Schlauch musst du rennen. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ja. Wie lustig. Sehr gut, Kira. Sie waren hervorragend. Vielen herzlichen Dank. Süß. Ist das ein Hund? Nee, eine Katze. Ah, okay. Ich dachte, das sieht aus wie ein Hund. Vielen Dank. Bitte, Hunde. Hunde kommen an. An Ursula und Robert Puff.